Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Ja, ich habe ein paar Infos zum einen und zum anderen auch ein paar Dinge, an die ihr vielleicht eventuell denken solltet. Also als allererstes vielleicht 1. Oktober, morgen, am Montag um 22 Uhr wird es neue Feldforschungsaufgaben geben. Das liegt einfach daran, der Feldforschungsdurchbruch mit Entei wird ausgetauscht gegen Suicune. Und dann kriegen wir ganz, ganz viele neue Quests. Bedeutet aber auch, wir kriegen eine neue Pandir-Form. Ich hoffe, ihr habt euch alle die Pandir-Form Nummer 3 gesichert. Das war die von vorher, glaube ich. Und davor gab es die Nummer 8. Genau, Nummer 8, dann Nummer 3. Und jetzt werden wir eine neue bekommen. Plus, es wird natürlich wieder ein neues Shiny veröffentlicht und laut Spieletrend wird es dann Krabby sein und Kingler natürlich, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ja, interessant. Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, dass ihr euch Pandir gesichert habt. Das war ja jetzt nicht unbedingt selten, war sogar am Anfang sehr, sehr häufig. Und dann haben sie es, glaube ich, wieder ein bisschen runtergeschraubt. Oder was meint ihr dazu? Ich habe dieses Wochenende übrigens sehr, sehr viele Mewtwos gemacht, deswegen werdet ihr im Gameplay sehr viele davon sehen. Interessanterweise werden die regionale Pokémon aus den 7 Kilometer Eiern nicht heute Abend um 22 Uhr enden, sondern Niantic hat es verlängert auf den 8. Oktober 22 Uhr. Den Tweet von Niantic werde ich euch anzeigen. Ja, und dann gab es gestern Morgen eine interessante Nachricht von Brandon Tan. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so ausspricht. Vielleicht spricht man das auch ganz anders aus. Es kann, oh ja, vielleicht sogar Tan. Es kommt ja nicht aus dem Deutschen, es kommt nicht aus dem Englischen und deswegen wird das bestimmt ganz anders ausgesprochen. Egal. Hat einen zweiten Strike bekommen. Das erkennt man daran, weil er ist jetzt aktuell für 30 Tage gesperrt. Daran erkennt man, dass es der zweite Strike ist. Und ja, wenn er nach diesem zweiten Strike tatsächlich von Niantic erneut gebannt wird, ist es dann dauerhaft. Warum wurde Brandon Tan gesperrt? Ja, das hat halt theoretisch viele Gründe. Es gibt in den TOS, ich kann es jetzt gerade nicht aussprechen, was das genau bedeutet. Also in den Spielregeln von Niantic stehen viele Regeln, die Brandon Tan definitiv verstoßen hat. Von daher, falls ihr die nicht kennt, solltet ihr die dringend mal lesen. Wie zum Beispiel, man soll nur mit einem Account spielen, gehört zum Beispiel dazu. Wer sich also dabei erwischen lässt, scheint da auch schnell mal einen Bann zu bekommen. Naja, schnell. Es hat jetzt eine Weile gedauert, aber ja. Auch Spoofen ist natürlich nicht erlaubt, gehört zum Schummeln, aber irgendwie fällt es Niantic schwer, das alles zu ermitteln. Aber wer halt in irgendwelchen YouTube-Videos öffentlich zeigt, wie er schummelt, dann kann man damit rechnen, dass sowas schnell in die Hose geht. Würde ich jetzt mal dazu sagen. Oder was sagt ihr eigentlich dazu? Ich finde es toll. Ich muss ehrlich sagen, ich finde es in dem Sinne toll, dass Niantic doch durchgreift, aber mussten sie gleich auf der Seite durchgreifen? Klar, das macht definitiv eine große Runde und jeder weiß Bescheid, dass er das vielleicht mal lassen sollte. Aber ich würde Spoofer bevorzugen. Aber das ist meine persönliche Meinung und die hat, die ist jetzt nicht ganz so wichtig. Und übrigens habe ich jetzt einen vierten besten Freund und das ist der Christian. Das ist der Christian, der auch beim Sternstaub-Battle dabei war. Und viele fragen jetzt immer noch, fragen sich jetzt, was ist jetzt mit den X-Raid-Einladungen? Also am 2. Oktober gibt es einen X-Raid. Normalerweise beim alten System, bevor Deoxys gekommen ist, also da, als es noch Mewtwo gegeben hat, sind die X-Raid-Einladungen immer 2 Tage vor dem nächsten X-Raid gekommen. Was aber ziemlich knapp ist, weil das würde bedeuten, dass heute Abend wahrscheinlich
um 22 Uhr, weil das letzte Mal auch um 22 Uhr gewesen ist, eine neue X-Raid-Einladung geben würde, was ich aber nicht glaube. Aber ihr werdet es ja dann sehen, sobald ihr das Video gesehen habt, wisst ihr dann viel mehr als ich jetzt in diesem Moment. Ich denke, sie werden uns nochmal eine Woche Zeit lassen und dann mal sehen, ob es dann wieder so eine Einladung gibt, die so knapp ist. Ich denke, ich könnte mir es gut vorstellen, dass sie es jetzt ganz anders machen. Allein deshalb, weil ja jetzt Arenen, die eine aktive Einladung haben, trotzdem raidbar sind. Dadurch können sie das alles umwerfen, wie sie möchten. Und an und für sich ist das auch völlig in Ordnung. Jetzt frage ich mich natürlich auch, wisst ihr eigentlich, wer Bantan ist? Zur Not kann ich es euch ja vielleicht noch erklären. Ich weiß auf jeden Fall, das Letzte, was er auf Twitter veröffentlicht hat, war vielleicht der Auslöser dafür, dass Niantic gesagt hat, so, jetzt ist aber Schluss. Es war ein Bild, auf dem Bild Mewtwo zu sehen und seine Preise für den Fangservice. Der Fangservice wird wohl in dem Sinne funktionieren, dass man ihm seine eigenen Accountdaten schicken musste und sagen musste, was man haben will. Zum Beispiel ein 100er Mewtwo und dann hat man dafür $450 bezahlt. Zum Beispiel. Oder waren es 500, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich denke mal, da ist Niantic dann der Kragen geplatzt. Meine Vermutung. Was ist eure Vermutung? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Mich interessiert brennend eure Meinung dazu. Genauso wie, wie findet ihr das, dass jetzt die regionalen Pokémon in den 7-Kilometer-Eiern verlängert wurde? Das ist auch eigentlich richtig cool. Oder nicht? Heute Abend um 22 Uhr. Eine Sache definitiv vorbei und das ist leider dieses Kanto-Event. Das heißt, die ganzen Pokémon-Spawns werden wieder zurückgestellt auf das herkömmliche. Das heißt, es werden sowohl erste Generation, zweite Generation und dritte Generation wieder spawnen. Was haltet ihr eigentlich davon? Freut ihr euch drüber oder sagt ihr, ach, sie hätten es ruhig nochmal verlängern können oder nicht? Also heute und gestern habe ich echt einige interessante Begegnungen gehabt, wo ich gedacht habe, ach, das ist so schön. Mal ein Lapras hier, ein Dratini da, ein Chanera hier, ein Nocturn da. Ach ja, das ist echt eine schöne Sache. Wie gesagt, mich würde brennend interessieren, wie ihr das seht. Gut, ich würde sagen, ich bin auch schon fast am Ende. Also es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Rückmeldung geben würdet, wie ihr das Video fandet, sowohl in den Kommentaren als auch Daumen hoch, Daumen runter, wie immer. Und falls ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonnieren nicht vergessen. Und wenn ihr Livestreams mögt, ja, ich weiß, ich habe in letzter Zeit keine Livestreams gemacht, das ist aktuell ein bisschen schwierig, wird es aber bald wieder geben, keine Sorge. Ich habe aktuell Besuch im Haus und daher kann ich nicht immer einen Livestream machen. Da war ein Livestream mit Tenmaru zum Beispiel eine einfache Sache. Falls ihr das verpasst haben solltet, ihr solltet euch das dringend angucken. Es war wirklich sehr lustig. Genau. Und ja, wie viele Mewtwos habt ihr gefangen dieses Wochenende? Habt ihr endlich ein gutes Mewtwo gefangen? Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Ja, ich hoffe, ihr hattet ich hoffe, ihr habt alle Mewtwos gefangen. So rum. Weil dieses Mewtwo mag mich nicht. Tschüss. Genau. Eins habe ich noch für euch. Ein Mewtwo habe ich noch.
Das dürft ihr euch gerne dann noch genüsslich ansehen. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.